Ja. So wie Katzen gibt es auch eben Gäste, die gerne im Geschehen drin wären. Jetzt bist du schon mal auf der Couch, aber wir haben noch einen jungen Herr hier. Er ist ein Stafettenläufer und das ein verdammt guter. Er wird bei der Leichtathletikmeisterschaft, Europameisterschaft, muss ich natürlich noch ergänzen, 2014 am Start sein. Er hat sich qualifiziert und er ist noch vorher auf dem Sprung. bei Joyce vorbeikommen. Und jetzt möchte ich ihn gerne reinholen. Der Steven Guggerli, macht mal Lärm! Hallo. Herzlich willkommen. So, du darfst gerne hier noch in die Mitte hineinhocken. Und das sind mal trainierte Wadli, hä? Alles straff und gross und stark. Hey, herzlich willkommen. Ja, danke. Das ist die Einladung. Ja, schön bist du hier. Du bist an der Europameisterschaft von der Leichtathletik. Wie gut ist das? Ja, das ist super. Ja, das hat es seit langem nicht mehr gegeben in der Schweiz. Und wir freuen uns alle darauf, dass es nächstes Dienstag bald losgeht. Yes, das ist jetzt glaube ich schon seit über 60 Jahren her. Ja. Und jetzt findet es zum ersten Mal nach 60 Jahren wieder hier in der Schweiz statt. Wie fest bist du aufgeregt? Ja, jetzt noch nicht so. Fast mehr wie der Sendung. Aber die Aufregung wird dann vielleicht auf den Wettkampf kommen. Wenn das Stadion ausverkauft ist, wenn alle Hauptschweiz rufen. Aber jetzt geht es noch sehr gut. Sehr schön. Steven, das wird ein besonderer Anlass für dich denn sein. Aber auch heute ist ein besonderer Tag für dich. Du hast Geburtstag. Yeah. Und wir möchten gerne für dich singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Steven. Happy Birthday to you. Merci mal. Und zum Geburtstag gehört natürlich auch jedes Mal ein Kuchen. Ich weiß nicht, wie sehr du auf Kuchen musst verzichten, aber Kerzen auspushen darf sicher mal, oder? Am Geburtstag kann man schon Ausnahmen machen. Kann man Ausnahmen machen, gell? Und dann können wir ja hier Kerzen auspushen. Und danke für mal, lieber Toni. Danke. Von mir für mich. Also, ist gut. Und etwas wünschen, nicht vergessen, gell? Ich behalte es für mich. Du musst für dich behalten, damit es in Erfüllung geht. Geschafft! Auch ich hätte es ein bisschen ja, in diesem Fall wirst du gewinnen an der EM. Ja, hoffen wir es. Ja, wunderbar. Geburtstag, was machst du heute noch? Nach dem Joyce-Besuch? Ja, also heute bis jetzt war es ein ruhiger Tag. Und am Abend gehe ich mit den Eltern essen. Ein bisschen mit der Familie. Schön. Also, wenn du mit den Eltern gehst, essen, dann gibt es keine Freundin? Nein. Wirklich nicht? Ja. Ja, das wird den Ladies daheim gefallen. Ja, Girls, falls ihr Liebesbotschaften habt, dann bist du Joyce.ch. Ja, jetzt muss ich schauen. Nicht übertrieben. Primli 92 gefragt, hat der den Toni beachtet? Hast du gesehen, dass der Kuchen ist reintransportiert wurde und nicht reinbeamt? Ich hab's gesehen. Wir haben es gesehen. Natürlich. Ich selber gebacken. Gebacken? Ja, beachtet Toni, ich kann doch nicht bechen. Hallo? Der Toni schlägt Dinge für eine Bitte. Das habe ich gehört. Toni macht mir mal einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob der Toni bechen kann, aber er kann auf jeden Fall Kuchen essen. Er bekommt dann auch noch ein Stückchen ab. Ja, hey, aber EM, du bist dort bei der Staffette. Ich muss vielleicht noch korrigieren. Am Anfang habe ich eben gesagt, du seist der Captain. Das Jahr, das ist das Jahr nicht der Fall, aber letztes Jahr bist du der Captain von dieser Staffette. Ja, das ist richtig. Und jetzt ist eben meine Frage so ein bisschen. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der normal Staffetten läuft und jemandem, der Captain von diesem Vierergespann ist? Ja, also natürlich alle vier probieren immer möglichst schnell laufen, ob man jetzt Captain ist oder nicht. Aber für den Captain ist einfach für das zuständig, dass das Team ein bisschen zusammenhält, dass man es motivieren kann, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weil nicht jeder Wettkampf geht gleich gut. Und das war immer meine Stärke, um das Team motivieren und anzuführen vor dem Wettkampf. Und darum war ich letztes Jahr auch der Captain. Also es geht ja vor allem um die mentalen Sachen, dass man die Leute noch motivieren genau, genau. Und pushen. Schon vielleicht ein, zwei Wochen vorher, dass man sich auf den Tag einstimmt. Mhm. Und ja, das macht der Captain. Okay. Anakin, für dich Sport ein Thema? Ja, schon. Und ich habe jetzt vor allem gedacht, es ist sehr ähnlich wie eine Bandleader zu sein. Oder? Also dort muss genau. Man ja immer jemanden motivieren und man muss schauen, dass alles läuft und dass man parat ist und so. Also von dem her hat eben Sport und Musik schon etwas gemeinsam. Was mich aber auch ein bisschen wundernimmt, ist eben jetzt Musik zum Beispiel, klar, du bist eine Künstlerin, aber wie sehr ist man noch eine Businessfrau? Weil du hast am Anfang erwähnt, Termine, eine Band führen. Mm.
Wie sehr ist meine Businessfrau da? Ja, ich bin hier reingewachsen. Früher war ich wirklich nur eine Frontfrau von OneDive. Und dann habe ich angefangen, selber zu schreiben. Und jetzt kommt eine je länger, je mehr dazu. Und ich führe ein kleines Unternehmen. Das ist so. Mit meinem eigenen Label. Das Booking mache ich jetzt neuerdings auch selber. Dann eben schreibe ich Songs selber. Also ich manage mich auch selber. Und das ist zeitaufwendig. Mm. Und lässig, muss ich sagen, auch, weil man kann sehr vieles oder fast alles selber bestimmen. Man kann wirklich, ich kann meine Musik so machen, wie ich es schon immer wollte. Und das ist ein Traum auch. Also die zwei haben ganz klar auch Visionen, wie euer Tag so abläuft, ihre Zielstrebung. Und solchen Menschen muss man auch Challenges stellen, damit man sich wieder beweisen kann. Und wir haben für euch ein paar lustige Spiele vorbereitet. Auch das gibt es nach einer kleinen Pause.